Ja, hallo ihr Lieben. Heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich die Fotografie in Schwarz-Weiß. Die Schwarz-Weiß-Fotografie ist sozusagen eins meiner großen Lieblinge und ich habe schon sehr, sehr viele Bilder in Schwarz-Weiß gemacht und lustigerweise sind fast alle erfolgreichen Bilder und die erfolgreichsten Bilder auf Instagram von mir in Schwarz-Weiß, von den 9 besten 8 Stück. Und was ich bei der Schwarz-Weiß-Fotografie mache, beziehungsweise welche grundlegenden Tipps ich habe, erfährt ihr nach dem Intro. Tipp Nummer 1. Auch wenn viele Leute glauben, dass aus einem schlechten Farbfoto ein Kunstwerk in Schwarz-Weiß entsteht, kann ich euch sagen, dem ist leider nicht so. Oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man sehen möchte. Also nehmt Schwarz-Weiß nicht dann, wenn euer Foto nicht gelungen ist, sondern versucht, gleich richtig zu fotografieren. Denn man muss sagen, ein Foto, wo es sehr viele Probleme gibt, da sollte man nicht unbedingt gleich auf Schwarz-Weiß gehen, sondern man sollte sich darum kümmern, dass das Foto gleich schon besser wird. Denn ein gutes Farbbild, beziehungsweise Schwarz-Weiß, das sind ja auch Farben, aber ein gutes Bild in bunten Farben kann in Schwarz-Weiß sehr toll wirken und nicht jedes schlechte farbliche Bild oder bunte Bild ist automatisch auch ein gutes Schwarz-Weiß-Bild. Dann Tipp Nummer 2 und nun kommen wir zu den richtigen Tipps. Achte darauf, dass da schöne Kontraste drin sind. Ich finde, Schwarz-Weiß lebt von Kontrasten und ich persönlich mag das immer sehr, sehr gerne, wenn die Kontraste sehr schön und sehr stark sind. Das heißt, auch bei den Kleidungsstücken zum Beispiel, achte darauf, dass es vielleicht so ein dunkler Stoff ist oder auch das komplette Gegenteil. Schön weiß, weißes Kleid meinetwegen, weißes Top-Jeans sieht immer fantastisch aus, finde ich, bei hübschen Menschen. Das kann auch ein Mann sein, also muss nicht zwangsläufig immer eine Frau sein. Und dann achtet einfach darauf, dass da einfach schöne, klare Farben sind. So Mischmasch finde ich meistens nicht so toll. Ich persönlich würde auch zum Beispiel von Karo-Hemden zum Beispiel abraten. Die sehen in Schwarz-Weiß halt auch irgendwie nicht so besonders aus. Dafür sind zum Beispiel sehr coole kleine Stücke Rollkragenpulli, Tanktops, Jeans kann eigentlich immer gut aussehen, lange Mäntel sind, finde ich, immer toll, Hüte kommen aber ganz besonders klasse und auch solche wunderbar hübschen Accessoires, wie zum Beispiel Hosenträger, finde ich persönlich klasse, ne? Und Mützen, passt alles. Als nächster Tipp Nummer 3, achte darauf, dass das Licht trotzdem zu gut zum Motiv passt. Ich finde gerade zum Beispiel Blitzlichtfotografie ist in Schwarz-Weiß Outdoor etwas kritischer, wenn man muss da genau den Sweet Spot treffen, ansonsten sieht das zu geblitzt aus und ist schnell dieser Paparazzi-Look. Allerdings, Paparazzi-Look kann gewollt auch sehr toll aussehen, aber ich finde, man sollte halt aufpassen. Ich finde, ein schönes Schwarz-Weiß-Bild ist häufig so ein bisschen natürlicher und ich versuche, wenn ich blitze, die Balance gut zu treffen, dass das Bild an sich schon sehr schön ist und das Blitzlicht nur das kleine bisschen extra Kicklight gibt, also so ein bisschen betonen, aber halt nicht zu präsent sollte es im Bild sein. Nächster Tipp. Schwarz-Weiß-Fotos wirken auch im Reporter-Stil immer sehr schön. Also ich fotografiere zum Beispiel Hochzeiten sehr, sehr gerne. In der Kirche zum Beispiel Schwarz-Weiß und das Getting Ready Schwarz-Weiß. Und gerade die schlichten Bilder mit Fensterlicht kommen häufig in Schwarz-Weiß einfach sehr, sehr schön. Und das sieht da einfach immer schön aus und das Bild könnte ich morgen gemacht haben, gestern gemacht haben oder es könnte auch schon 10 Jahre alt sein. Und das sieht halt immer trotzdem noch schick aus, weil es so eine ganz komische Mischung ist zwischen klassisch, trotzdem modern und zeitlos einfach. Also gewisse Sachen funktionieren halt einfach immer. Dann habe ich festgestellt, als nächster Tipp Nummer 5, dass häufig sehr markante Typen gut funktionieren. Also zum Beispiel blonde Frauen kommen immer sehr, sehr gut an, finde ich, in Schwarz-Weiß. Aber auch sehr dunkelhaarige Frauen. Ich blende mal 2 Bilder gleich mal ein. Da kann man es genau sehen. Einmal sieht man hier Lara, das ist mit Schleswig-Holstein. Blond, sehr, sehr schön. Und einmal ist es jetzt die Elena, die dunkelhaarig ist und kommt auch sehr, sehr gut rüber. Dann, nächster Tipp,
man kann ruhig gerade bei Schwarz-Weiß-Fotos so quasi Bildfehler oder Objektivfehler einbauen, finde ich zumindest. Also so eine Vignette, die man eigentlich normalerweise nicht unbedingt haben möchte. So ein Objektiv sollte möglichst nicht vignettieren. Finde ich in Schwarz-Weiß nicht so schlimm. Ich füge sogar häufig noch eine dazu. Beziehungsweise zwei Objektive von mir haben eine relativ starke Vignette. Mein 35mm Zeiss, das mich gerade jetzt auch filmt, hat auch eine relativ starke Vignette. In Schwarz-Weiß finde ich das wiederum sehr schön. Und bei dem Objektiv brauche ich das nicht zufügen, weil hat es ohnehin schon. Und das sieht halt einfach schön aus. Dafür würde ich, wenn es rein nach der besten optischen Qualität geht, also Vignette, so sollte man ja eigentlich nicht haben, würde ich lieber ein anderes Objektiv nehmen. Ich habe luxusmäßig zwei davon. Und das eine vignettiert stärker, das andere nicht. Also finde ich auch so, dass bestimmte Objektive einzelne Charakter haben und die passen entweder sehr gut dazu oder passen halt nicht so gut dazu. Und ich finde, auch wenn es komisch klingt, die Zeiss-Objektive, finde ich, passen sehr, sehr gut für Schwarz-Weiß. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Mikrokontrast vielleicht, aber ich finde, die Zeiss-Objektive sind einfach super gut dafür geeignet. Was jetzt nicht heißt, dass man mit anderen Objektiven das nicht auch machen kann. Aber ich finde, es kommt eigentlich aus der Kamera schon sehr, sehr gut raus. So, das Auto wäre dann auch durch. Nächster Tipp. Ich hatte es zwar gesagt, dass automatisch oder nicht automatisch aus einem schlechten bunten Bild oder farbigen Bild ein gutes Schwarz-Weiß-Bild wird. Aber wenn man jetzt fotografiert und es ist relativ flaues Wetter, es regnet vielleicht ein bisschen, dann leuchten einige Farben nicht so stark. Also ich war zum Beispiel vor kurzem in Innsbruck. In Innsbruck gibt es eine Hausseite direkt an der Inn. Die hatte ich eigentlich gesehen im Internet und dachte, sieht toll aus, bunte Häuser, könnte mir sehr gut gefallen. Aber ich finde, da bräuchte man besseres Wetter, damit die Farben schön leuchten. Und den Blitz kann man nutzen für die Porträts zum Erleuchten, aber man kann ja nicht eine ganze Hausfassadenfront damit hellblitzen. Oder man bräuchte deutlich mehr davon. Von daher finde ich, war das Thema ein bisschen erledigt. Das farbige Bild konnte ich jetzt nicht nutzen oder ich wollte keins mehr machen, weil das sah eh eher flau aus. Und wenn die Farben nicht so wichtig sind, aber dafür die Struktur sehr schön ist, schöner Kontrast, die Inn war relativ hell, das Gelände war relativ dunkel, dann hatte mein Model, die Nina, dunkle Sachen angehabt, dunkle Haare, finde ich ein toller Kontrast. Und ich gedacht, jetzt passt Schwarz-Weiß sehr gut. Und darauf kann man achten. Also ich würde mir auf den Kontrast gucken, Hell-Dunkel-Unterschiede. Und wenn ihr darauf achtet, könnt ihr häufig gute Schwarz-Weiß-Bilder machen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich freue mich über ein Like, deinen Kommentar und lasst auch gerne ein Abo da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.